Key to Life ist, weil es ein einzigartiges Festival ist in Österreich, ist es was anderes, ein anderes Line-Up. Und was sehr spannend ist, du kriegst nicht nur Input fürs Ohr, fürs Herz, sondern auch für die Seele. Ich glaube, zu einem Festival geht man ja auch, um eben gute Zeit zu haben und wirklich Gemeinschaft zu erleben. Und das ist hier alles da beim Key to Life Festival, aber einfach noch eine Komponente, noch ganz viel mehr, weil man eben was hat, was alle zusammen betrifft und alle zusammen haben. Also ich bin da, weil ich da viele Leute treffe, die was mir taugen, die was an Gott glauben, die was das gleiche leben, wie eigentlich ich lebe. Aber im Mittelpunkt steht trotzdem, dass ich für mich wieder auftanke. Unser Kloster ist hier direkt im Dorf und das Festival ist in der Nähe des Klosters. Wir Brüder sind hier einfach gegenwärtig, vor allem hier am Jakobsbrunnen hier in der Nähe, in einem stillen Ort. Die Jugendlichen haben sehr viele Fragen über Freundschaft, Glaube, Religion, über die Kirche, über den Sinn des Lebens, über den Schlüssel zum Leben. Am besten hat mir gefallen Good Weather Forecast, weil da haben einfach alle so richtig abgeschickt. Christ is here, whom shall I fear? Ganz vorne dabei ist Charles of Clay, dann bekannt in Österreich, Cardiac Move, Ö3 Soundcheck-Gewinner. Und dann ganz viele andere Bands, angefangen von Hip-Hop bis zu Reggae und Ska und normale Rock und Pop. Christ, rise up, rise up! Gott muss es einfach geben. Und ich finde, man spürt ihn immer wieder in Gesprächen, wenn man durch die Natur geht. Das ist eine ganz persönliche Erfahrung. Ich freue mich auch persönlich, dass ich als Musiker auch immer wieder spielen darf hier. Und es sind auch immer ganz spezielle Konzerte, weil einfach ein spezieller Geist da ist. Rise up, rise up! Rise up, rise up, pure the body of Christ. Rise up, rise up.